Moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Unepic. Ja, ich muss zugeben, seit der letzten Aufnahme, beziehungsweise seit der letzten Folge fehlt euch jetzt ein bisschen was. Einfach weil ich habe, glaube ich, 2 Runs gespielt, aber das war falsch. Aber nachdem ich in beiden Runs keinen sichtbaren Fortschritt gemacht habe, also wirklich gar nichts erreicht habe, dachte ich mir, enthalte ich euch diese über eine Stunde Videomaterial. Weil es wirklich nichts Spannendes passiert ist und 3 weitere Folgen daraus zu schneiden oder 4 wäre doch etwas witzlos gewesen. Ich habe jetzt gerade allerdings doch noch etwas gemacht und zwar bin ich nochmal ein bisschen umgeguckt. Ich habe mir einen Tipp geholt und zwar beziehungsweise sogar 2 Tipps auf der einen Seite. Wo haben wir es hier? Die Rolle der Arcane-Immunität ist sehr nützlich natürlich gegen diesen Miniboss. Allerdings, das Problem dabei ist, die halten wohl nicht besonders lange und ich habe keine Ahnung, wo ich die anderen kaufen kann. Ich habe jetzt gerade gesucht, aber habe nichts gefunden. Aber wie dem auch sei, wir legen einfach mal los. Das Gespräch kennen wir ja schon, das können wir skippen, ganz einfach. Oder ich wäre froh, wenn wir die komplette Cutscene, naja, mehr oder weniger Cutscene überspringen können. Geht ja leider nicht so ganz. Come on, talk to me again. Ja, los geht's. So, verschwinde. Auf zu Haneken! Mit draufkloppen. Go! Und Daniel ist dran. Direkt. Direkt der schnelle Wechsel. Holen wir den Bogen raus. Machen wir zumindest mal den Anfang mit dem Bogen. Okay, da oben trifft mich doch. Scheiße. Ja, jetzt trifft er mich nämlich nicht mehr. Sehr gut. Okay, weil wir können ja hier die am Anfang zumindest gut mit dem Bogen wegräumen. Jetzt sollte kein Problem sein soweit. Naja, außer der kommt jetzt runtergesprungen und er tut es. Hi. Okay, jetzt hat er mich einmal getroffen, aber dann werde ich wohl überleben können. Oh, wir müssen uns beeilen. Vor allem, wenn wir hier fast drauf gehen. Was war nochmal Heilung? Das war Heilung, oder? Ja, das war Heilung. Sehr schön. Machen wir uns direkt bereit, um den direkt wieder mal so eine Feuerwalze hier entgegenzuschicken, wie wir sie schon kennen. So den Feueratem. Let's go! Ah! They are following me! So. Problem gelöst. Ist noch nicht voll, ganz voll geheilt, aber das soll mich jetzt nicht stören. Denn wir kennen den Weg. Wir sind hier schon oft genug gelaufen. Und dich ignoriere ich einfach wie jedes Mal. Hey! Das nämlich da nochmal erwischt, finde ich aber unhöflich hier. Und ich schlag daneben. Mann, war das ein Move. So, du bist weg. Oh, du bist dran. Ha, hab dich. Okay, wir heilen uns kurz und dann geht's direkt hoch. Wie üblich. Du darfst mein Schwert spüren. Ich renne in der Zwischenzeit erstmal weiter. Ignoriere die Gegner gekonnt, wie üblich. Okay, die muss ich noch wegräumen. Den Kristall können wir auch noch wegräumen, wenn wir schon mal hier sind. Und dich da hinten ignoriere ich erstmal. Aber mein... Ja, wobei. Gut, jetzt muss ich wechseln. Denn sonst wäre es etwas eng geworden. Aber ich muss echt aufpassen mit diesem Feueratem. Der trifft halt auch meine eigenen Skelette, dummerweise. Muss beim nächsten Mal schneller zurückkommen, damit wir schnell den Wechsel machen können. Damit wir schnell Sachen respawnen können. Weil wir ein bisschen Verstärkung doch zumindest brauchen. Und hier brauche ich das Schwert jetzt an der Stelle. Au. Der war nicht nett. Bogen, schnell. Komm schon. Nummer 1 ist weg. Ja, okay, gehen wir erstmal hier runter. Nehmen wir halt den schnellen Weg. Rübergesprungen und erwischt. Sehr schön. Wechseln wir einfach mal schon mal. Denn wir werden jetzt so ein paar brauchen. Unter anderem die netten Herren hier. Für Bogenschützen habe ich leider keinen Platz mehr. Aber einen Speerträger hole ich mir gleich und ein Heiler wird auch bald rankommen. Zack. Und ich stelle mich jetzt davor und hau den erstmal wieder die Feuerwand entgegen.
Ah, crap. Ja, das hat gut funktioniert. Okay, können wir schon mal wechseln. Bogen. Du lebst immer noch? Wie viel hält der denn aus? Das finde ich nicht nett. Komm schon. Einer noch wahrscheinlich? Okay. Treffe ich dich da oben? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, ich treffe dich sogar tatsächlich. Ist zwar nicht unbedingt notwendig, aber besser jetzt als zu spät oder gar nicht. Weil ich dann am Ende dumm verrecke an dem oder so. Das ist nicht so, dass das noch nie passiert wäre. Nein, ich treffe den leider gar nicht. Aber normale Pfeile sind auch effektiv gegen die Dinger. Das ist gut zu wissen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, aber gut. Ich will mich natürlich nicht drüber beschweren. Also hier muss ich leider noch wegräumen. Und... fuck. Okay, gut, dann können wir wenigstens wechseln. Aber dann werde ich mir jetzt gleich erstmal ein bisschen Zeit nehmen, um hier neue Gegner zu neue Truppen zu beschwören und so. Das war's schon, das ist gut. Okay, dann beschwöre ich dich mal neu. Beschwöre ein paar von euch. Leider habe ich jetzt noch nicht so viele Punkte, um mir neue Fernkämpfer groß zu holen. Ich kann mir noch einen weiteren Mage kaufen. Beschwören, wie auch immer. Und ich muss mir angewöhnen, mehr diesen Schädel, diesen violetten Zauber zu benutzen, weil der ja meinen eigenen Leuten keinen Schaden macht, anscheinend jedenfalls. Zack. Und zack. Wechseln wir. Zurück zu dem hier. Ach, das sind hier die rumspringen. Ich habe mich gerade gewundert. Wo dieser komische Sound herkommt, das war nämlich leicht irritierend, die ganze Zeit irgendjemand springen zu hören. Aber gut. Ist auch lustig, dass alle denselben Sprungsound haben. Hi. Und Schalter. Los geht's. Auf nach da unten. Stellen wir uns hier hin und wechseln wieder auf den Star des Abends, auf Harnekern. Gucken, dass die Jungs sich vor uns stellen am besten, damit wir den gleich so einen schönen violetten Zauber reindrücken können. Der hat auch eine höhere Range, das ist das Schöne. Der macht halt wirklich nur den Gegnern Schaden. Das ging schneller als erwartet. Okay, da habe ich noch ordentlich Punkte verschwendet eigentlich. Komm schon. Okay, du bist weg. Jetzt bist du dran. Jetzt nehmen wir das Schwert und der Nächste ist dran. Es hat gut geklappt, okay. Ist halt im Moment für einfach nur Wiederholung. Kennen wir ja das schon. Ist so ein bisschen... Ist fast schon so ein bisschen Dark Souls-Feeling mit diesem einen Boss. Wobei der ja, glaube ich, noch wesentlich nett... Also ich habe Dark Souls, muss ich sagen, es ruckelt bei mir. Ich habe es zwar, aber ich habe nur einen Anfang gespielt, leider. Und der Anfang war schon schwer genug. Und ja, ich weiß, dass ich einen besseren Rechner brauche. Jetzt warte ich erst mal kurz ab. Du bist nämlich zuerst dran, weil du mich hier hinten treffen kannst. Und wir schießen jetzt erstmal hier drauf und wir treffen es auch sehr gut. Könnten jetzt schon mal den übernehmen. Aber ich gehe erstmal nur zur Sicherheit hier runter. Ja, wobei, wir können auch mitten in der Luft anhalten. Es geht genauso gut. Noch einen von euch, Jungs. Und... los geht's gleich. Ich finde schade, dass ich keine Fernkämpfer habe, die Rotessenzen kosten. Aber das Ding haut richtig rein. Das müssen wir uns merken. Das ist sehr effektiv. Ups, das wollte ich jetzt so nicht. Allerdings können wir dann gleich, wenn wir oben sind, den Jungs da oben, den beiden Schwertkämpfern, schön die Schwerter in den Rücken stecken. Oder die halt jetzt eben ins Gesicht, je nachdem. Wenn du dich rumdrehst, bist du halt selber schuld. Er ist selber schuld daran, dass er sich nochmal wehren konnte, genau. Fuck Logic. Come on, die already. Von hier aus machen wir jetzt noch dich schnell weg und dann kann ich auch in Ruhe darüber gehen. So, ich zieh schon mal mein Schwert wieder. Oh, das war knapp. Aber wir haben es geschafft.
Weiter geht's. Noch Essenzen mitnehmen. Und der weite Sprung. Oh, okay. Da sollte ich, glaube ich, meinen Bogen ziehen für wieder. Stirb mal kurz, Junge. Ich muss mich wieder der Reihe nach um die ganzen Jungs kümmern. Das war ungünstig. Okay, da muss ich zurück. Heile ich mich kurz. Ich muss mich jetzt eh wieder um Haneken kümmern. Bleiben wir nochmal hier stehen und können dann vielleicht gleich mal wieder ein bisschen was beschwören. Zum Beispiel mehr Bogenschützen. Das geht so schnell, das ist so krass. Also wirklich, das ist... Ja, egal. Erstmal Healer. Außerdem... Ja, hauptbeschwöre ich mir gleich noch einen erstmal von euch dahin. Andere hier hin. Und damit bin ich in dem Punkt zufrieden. Und während der Healer gleich anfängt zu heilen, hoffentlich, kann ich mich um andere Dinge kümmern. Komm schon, ich muss mich konzentrieren aufs Ausweichen. Reicht das? Ja, es reicht. Gut. Damit bleibt nicht mehr so viel übrig. Wechseln einfach schon mal aufs Schwert, denn ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal um den hier vorne kümmern. Da bleibt uns nicht viel anderes übrig. Und das war ein Fail. Aber, okay, das ist nicht so viel, was wir nachholen müssen. Das Problem ist, dass sie jetzt heilen können. Und in der Zwischenzeit die anderen gemütlich in Ruhe ihre nächste Invasion vorbereiten können. Aber gut, das war immer der erste etwas blödere Fail. Oder überhaupt ein Fail eigentlich. Bis jetzt lief ja eigentlich alles so gut wie perfekt. Und das finde ich doch eigentlich ganz angenehm, wenn man bedenkt, wie oft wir die letzten paar Male runtergefallen sind. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das eine Aufnahme war, die ich jetzt weggecuttet habe, also die ihr jetzt nicht gesehen habt oder in welcher. Auf jeden Fall, ich habe halt extrem, warum ich im Endeffekt die Aufnahme da beendet habe, war, dass ich extrem oft runtergefallen bin und einfach nicht mehr springen konnte. Dass ich meine sämtlichen Jump'n'Run-Skills verloren habe, spontan. Wie auch immer ich da jetzt in Flammen aufgegangen bin, ich verstehe es nicht ganz. Nein, der hat... Die haben die alle weggeräumt. Ernsthaft jetzt? Das finde ich nicht nett. Das finde ich gar nicht nett. Unhöflich. Aber gut, machen wir hier weiter. Problem ist, die sitzen jetzt beide da. Das macht die Situation nicht unbedingt angenehmer. Das heißt, wir müssen hier einfach mal durch. Gehen wir mal hier hoch. Ah, sehr gut. Hier kommen die nämlich nicht hin. Wir haben die perfekte Position gefunden. Jetzt kann ich mich nämlich erstmal um dich kümmern. Okay, du bist weg. Und nämlich um die da unten kann ich mich immer noch nicht in Ruhe kümmern. So, treffe ich von hier aus? Ja, wunderbar. Damit bleiben eigentlich nur noch die da unten. Erstmal dich schnell weghauen. Und dann direkt weiterschießen. Eigentlich können wir die Nachkämpfer dann nämlich ignorieren gekonnt. Ist relativ egal, aber die Essenzen hätte ich doch gerne noch. Wenn wir schon mal da sind. Ja, sehr schön. Haben wir sie. Stellen wir uns doch mal hier in Deckung hin und gehen wieder hier runter. Die Gegner sind halt unendlich nervig, diese komischen, was auch immer das sein soll. Ich habe es hier bis heute nicht verstanden, diese Bäume, die komischen. Die sind so nervig. Die sind für meinen Geschmack viel zu stark. Ich glaube, für die könnten die Schilde gut sein. Ich sollte mich zuerst um den unten kümmern, habe ich gerade beschlossen. So nämlich. Und eigentlich sollten die nicht wirklich in der Lage sein, mich jetzt zu treffen. Ja, sehr gut. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich wollte den hier machen. Du frisst nämlich mal wieder Feuer, mein Freund. Jedenfalls, es uns zu lange dauert, glaube ich. Jawohl, weg bist du. Dich habe ich auch gleich noch mit derselben Taktik weg. Und dann kann ich mich in Ruhe um die da oben kümmern. Hallo, komm her. Komm, kuscheln, mein Freund. Und weg bist du. Sehr schön. Ja, wobei, machen wir doch mal den hier. Der da unten wird nämlich nicht geheilt, weil er außerhalb vom Sichtfeld ist. Und hey, Level Up. Das ist cool. Das ist sehr cool.
1, 2, 3, 4. Viel zu viele Schläge hältst du aus. Haupt mache ich herum. Wie ich mich immer da verdrücke in dem Punkt. Das ist nicht gut. Egal, euch räume ich hier noch auf, schnell. Du bist weg. Ich wechsle auf meinen geliebten Bogen. Und lass sie mal wieder Pfeile fressen. Perfekt. Raum sauber. Wir können weiterkämpfen. Vergessen, den Schild hinzustellen, den ich eigentlich geplant hatte. Ah, fuck. Nicht gut. Irgendwie läuft's gerade nicht so gut wie gehofft. Ich muss mich gerade mal aufs Heilen beschränken, glaube ich. Ich glaube, das könnten wir gerade verkacken, wenn ich Pech habe. Okay, es ist nur noch er hier. Gut, immerhin etwas. Eine gute Nachricht gibt es wenigstens für mich. Dann sammle ich die Essenzen auf, ihr feuert. Und ich baue mir hier vorne irgendwie eine Verteidigung auf. Los, trefft ihn. Trefft. Tötet es. Tötet das Baumstamm. Danke. Und ja, ich sagte das Baumstamm. Lasst mich. Nein, den wollte ich eigentlich nicht machen. Der war unklug, der Move. Ich wollte viel eher den hier machen. Und den hier. Ein Heiler haben wir noch. Die Fernkämpfe. Na, ein Bogenschütze ist weg. Den hole ich mir jetzt einfach mal hier hin. Und dann noch ein paar von euch, Jungs. Solange ich noch Zeit habe. Ja, wobei, ich kann nur drei von euch beschwören. Von daher, ja. You know what I mean. Ah, da sind die jetzt auch dabei. Ich merk's schon. Jetzt müsste ich nur die oben ins Visier kriegen. Ah, falscher Zauber. Egal. Feuern wir. Ich wusste doch, dass da noch ein Gegner fehlt. Als nächstes kommen die Katapulte. Hey, das lief gut. Das lief ziemlich gut sogar. Jetzt können wir auch hier weiter. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich weiß gerade nicht, wie weit es noch ist. Also mir fehlen... Also wir haben diese Gegner, die Fluggegner, haben wir ja hier noch nicht gehabt. Da waren wir ja noch nicht. Die müssten aber bald kommen. Jetzt glaube ich hier, wo wir die Baumstämme haben auch, die direkte Gegner. Genau. Wo wir praktisch einfach vorbeirennen mussten. Mehr oder weniger. Beziehungsweise... Wo wir vorbeispringen müssen und dann da im Nahkampf das Ganze erledigen müssen. Das war ein verdammt riskantes Manöver, aber es hat irgendwie funktioniert. Los, komm her, Kollege. Komm her, komm her, komm her. Auch wenn wir jetzt Schaden fressen, meine Taktik ist aufgegangen soweit. Bislang. Jawohl, es hat geklappt. Jetzt hau ich dich nur weg, dann kann ich mich heilen. Die anderen kommen nämlich nicht bis hierhin. Sehr gut. Warum auch immer das funktioniert hat, ich weiß es selber nicht genau. Give me my bow. Na, fuck. Na, okay, ich muss nochmal wechseln. Dann, hier werde ich gebraucht. Hier wird der Tumlu gebraucht. Und ich habe ehrlich gesagt diese fliegenden Gegner lieber als die Baumstämme. Deutlich lieber sogar. Das war zu viel. Alles heilen mal kurz. Ich heile mal nochmal kurz. Ich heile nochmal alle. Nicht, dass ihr mir gleich noch drauf geht, Jungs. Und dann hole ich mal noch zwei davon. Ich finde es schade, dass ich für die blauen Essenzen gar keine andere Verwendung habe. Und auch für die roten Essenzen nicht unbedingt die Essenzen, die ich gerne hätte, sage ich mal so. So, und der Kristall ist... So, machen wir es halt auf die altmodische Art. Geht doch.
fällt gerade auf, ich sollte einfach unten den Schalter erstmal aktivieren. Ich meine, ist das das, was unbedingt notwendig ist? Und jetzt kann ich mich auch in Ruhe um die hier kümmern. Auch wenn ich extrem geslowt bin und mir das gar nicht gefällt. Komm schon. Wie viel halten die denn noch aus? Viel zu viel. Ich will die killen, bevor ich mich runterporten muss. Das war nämlich alles umsonst. Ja, ich habe einen wegbekommen wenigstens. Komm schon, hau den anderen noch weg. Ja, perfekt. Okay, gut, ich bin glücklich. Ich habe alles wegbekommen, was ich tue. Ich habe alles erreicht, was ich tun wollte. Tumlu ist happy. Das ging richtig gut gerade an der Stelle. Wir können schon wieder wechseln. Perfekt.